Auf einer seiner Weiden musste er bereits fällen. Sie schaffte es nicht mehr, in der Krone feine Äste auszubilden, um sich über Photosynthese ausreichend zu versorgen. Daher versuchte sie es mit sogenannten Angsttrieben an eher ungewöhnlichen Stellen. Ganze Waldfelder sind abgestorben. Was braun ist, ist tot. Wer möchte gerne sterben? Also solche Bäume versuchen noch in der Phase, wo sie noch nicht ganz so fertig sind, versuchen die immer extrem viele Eicheln zu machen. Also möglichst viel Nachwuchs noch irgendwie schaffen. Während Eichen in der Gegend ihren Überlebenskampf verlieren, beantragt eine Wurstfabrik im Nachbarort die weitere Entnahme einer riesigen Grundwassermenge. Ja, Fleisch und Wurst. Öfters. Ich achte darauf, woher Sachen kommen, die ich kaufe. Gerade hier in Pep hat man sehr viele Bekleidungsgeschäfte, die vielleicht nicht unbedingt sehr nachhaltig sind, aber auch da versuche ich darauf zu achten. Ich versuche, mein Glück zu tun. Ich weiß aber, es ist noch sehr ausbaufähig. Erdbeben in Marokko. Ich habe den Begriff der Toten. In Marokko steigt die Zahl der Toten nach vielen Erdbeben weiter an. Hilfe läuft schleppend. Traumatisiert in den Trümmern. Doch erst nach Stunden und Tagen wird das Ausmaß der Katastrophe deutlich. Intensive Landwirtschaft schadet der Artenvielfalt. 1 Million Arten sind vom Artensterben. Im Jahr 2040 werden Schätzungen heute das 6. der Messungen. Die Tsunami-Katastrophe 2004, als sich das Meer das Land holt. Luxus. Ja, Luxus ist Luxus. Manche kann sich ihn leisten, manche nicht. Ich bin Milliardär, ich kann mir den Luxus leisten. Das beste Fahrerkino, yeah.